da hier an der Elbe zu bauen und so wurde die Herzog und überhaupt aus der Schweiz entlassen. Und die Schweizer wissen natürlich, wo ein Geld verdient. Also haben sie die Verträge abgesichert, die baukostenabhängig ist. Und sogar bei den Baumaterialien sind sie hier beteiligt. Ja. Damals 77 Millionen Euro. Das war die erste Hochrechnung. Und 2010 soll hier schon gespielt werden. Naja, daraus wurde nichts. Ne? Das sehen wir sofort, ne? Aus 3 Kilometer Entfernung schon. Aktueller Kostenstand, meine Lieben, ist 700.